Prinzessin Madeleine, beim Reitturnier lässigen Freizeitlook. Die Liebe zu Pferden trägt Prinzessin Madeleine von Schweden, 40, bereits seit Kindheitstagen in sich. So war sie selbst eine passionierte Reiterin und nahm im Jugendalter an vielen Turnieren teil. Umso schöner, dass sie jetzt, während eines Reitturniers in Miami Beach, die schwedischen Reiter, ihnen unterstützen und alte Erinnerungen wieder aufleben lassen konnte. Passend dazu postet die 40-Jährige ein Foto mit der schwedischen Profisportlerin Melin Barjard und ihrem Pferd auf Instagram. Madeleine zeigt sich zum Event mit einem hellblauen Blusenkleid mit Bindedetails des schwedischen Labels Fesnave Stockholm. Die Zweifachmama kombiniert zum Kleid eine runde Sonnenbrille, die sie ins Haar gesteckt hat. Sowie Sneaker mit spitzen Details des Labels Klö. Wenn es um die nachhaltigste und preiswerteste Garderobe der großen Königshäuser geht, hat wahrscheinlich Königin Letizia, 51, die Nase vorn. Zwar ist auch Catherine Princess of Wales, 41, für ihre Mode-Recycler bekannt, Letizia trägt ihre Lieblingsstücke nicht nur immer wieder, sondern setzt oft auf die eher preiswerten Designs spanischer Modeketten. Diplomatisch und sparsam. Mit ihrem Einfluss als Stilikone kurbelt sie so auch die Wirtschaft ihres Landes an. So auch bei der dritten Etappe der Talenttour in Córdoba, wo sie sich in einem farbenfrohen und geblümten Kleid der Modekette Cairo präsentiert. Ein wahres Schnäppchen ist das Kleid mit einem Preis von 97 Euro natürlich nicht. Aber im Vergleich zu den Designerrobben anderer Royals auf jeden Fall. Natürlich kommt es Letizia nicht nur auf den Preis an. Sondern vielmehr sucht sie Designs aus, die deutlich teurer wirken als sie sind. So erinnert das Kleid mit den Puffermeln und dem Gürteldetail stark an Kleider von Designerin Alessandra Rich zum Beispiel. Pinke Velours-Lederpumps von Margret komplettieren den Look gekonnt, Glamour pur. König Willem Alexander, 55, und Königin Maxima, 51, haben zu Ehren des Besuchs von Staatspräsident Emmanuel Macron, 45, und Ehefrau Brigitte Macron, 69, zum Staatsbankett im Königlichen Schloss geladen. Ein Anlass, an dem die großen Robben der Königin sowie ein Diadem hervorgeholt werden. Obwohl Maxima einige Prachtkleider im Schrank hängen hat, entscheidet sie sich diesmal für ein neues Modell aus dem Haus Claes Everson. Das rote Kleid mit Carmen-Ausschnitt und Ballonärmeln ist nicht nur ein Design des dänischen Modedesigners. Er hat sogar selbst an der Robe Hand angelegt. Fun Fact: Claes fertigt immer ein Kleid pro Kollektion selbst an. Aus dieser Kollektion wählte er dieses Kleid. Mit Hilfe und Unterstützung vom Team. Heißt es auf dem Instagram-Account des Modelabels. Aber nicht nur das Kleid hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Königin Maxima wählt passend zum Perlendiadem eine schlichte Perlenkette, die zu den sehr wertvollen Schmuckstücken der königlichen Sammlung gehört. Die sogenannten Oranje Barrets sind deshalb so wertvoll. Da ein kleiner Teil dieser Perlen aus dem ehemaligen Besitz von Prinzessin Amalia van Solms stammt. Die zwischen 1602 und 1675 lebte. Es ist nicht das erste Mal, dass die Frau von König Willem Alexander sich mit der historischen Kette schmückt. Eine Seltenheit wird es dennoch bleiben. Die royalen Looks der vergangenen Woche sehen Sie hier. Verwendete Quelle: Mode Königin Maxima NL.